1949 im Januar kam ich auf Transport. Entlassen wurde ich ja nicht. Das war jetzt so in der Kriegszeit so üblich, dass viele eben nicht entlassen wurden. Ging dann über Hannover. Dort war ich ein paar Tage und dann nach Berlin und bei der Gestapo wieder neue Vernehmung. Und meine Schwester, die wusste ja nun, dass ich auch nach Berlin kam, die ist dann täglich hingegangen. Wann lassen Sie meinen Bruder frei? Und nur, ich behaupte das auch, wenn meine Schwester sich nicht so eingesetzt hätte, wäre ich auch nicht mehr rausgekommen. Nun muss man auch andererseits sehen, hatte ja auch Polizeiaufsicht, 5 Jahre, das war ja im Urteil mit drin. Jeden Tag hätten sie einen wieder greifen können. Man kam ja aus Deutschland nicht raus. Ein Freund besorgte mir Arbeit, mit dem ich illegal zusammengearbeitet hatte, aus der Musikgruppe. Vielleicht noch etwas, das gab ja alles auf Karten. Und als ich rauskam, da hatten Freunde oder Genossen, mit denen ich zusammengearbeitet hatte oder die mich kannten, also, die hatten gesammelt. Butter. Einer hatte wohl ein Hühnchen geschlachtet. Also gleich wurde man so, hat man geholfen, nicht damit der, der da aus der Haft kam, naja, einen würdigen Empfang hat. Nicht? Wir konnten ja kein Fest feiern, das er rauskam, aber hat man dann so die Unterstützung gegeben.